Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich mal wieder zurück zu Let's Play Gothic 1. In der letzten Folge haben wir gegen einige Templer gekämpft, beziehungsweise sie gegen uns, und ja, und wir haben auch ein paar Tempelwächter ausgeschaltet. In der Folge werden wir dann jetzt hoffentlich mal den Tempel langsam verlassen können, wobei ich mir da auch unsicher bin. So viel wie hier noch passieren wird scheinbar, nach den ganzen Gängen zu urteilen. Okay, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach erstmal hier in dieses Tor rein. Oh. Okay. Spikes am Boden sozusagen. Und wir buggen irgendwie an dem Ding fest. Ja, gut. Kann man drüber springen und sind jetzt auch nicht so schlimm. Und ja, wir sind in einem Lavagebiet. Wobei ich mich hier, hatte ich eigentlich in Erinnerung, dass man da erst in Gothic 2 reinkommt. Oder dass dieses Gebiet eigentlich in Gothic 2 Gebiet liegt. Beziehungsweise jetzt nicht hier, sondern außerhalb der Kolonie, aber das scheint wohl noch zu Gothic 1 zu gehören, also da überschneiden sich auch ein paar Erinnerungen von Gothic 1 und 2 bei mir. Und wir laufen erstmal hier lang und haben hier scheinbar nochmal ausgelagert, noch mehr Templer, also das ist wirklich ein großes Gebiet, der Tempel hier. Und ich fürchte, unsere Bolzen reichen nicht, oder? Wie viele Bolzen haben wir noch? Keine Lust, out of ammunition hier zu sein. Oh, ganz wenig. Wir haben zu wenig Bolzen. Wir müssen auf Pfeile umschwenken, sozusagen. Unser Lang... Oh, 90. Verdammte Scheiße. Also mit dem Langbogen haben wir kaum eine Chance. Wobei wir werden wohl die, uns ein paar Gehilfen rufen erstmal. Das heißt, wir werden auch mal auf Mana umschwenken und dann würde ich sagen, gegen die, was ist das denn? Untote vernichten, okay. Gegen, was ist das denn? Na gut, dann legen wir das auf 7. Gegen, ja, gegen die Templer werden wir dann wohl noch unsere Armbrust einsetzen, aber gegen normale Viecher dann halt, unsere Nahkampfwaffe, beziehungsweise jetzt beschworene Skelette. Oh, und sogar ein Krieger ist dabei, glaube ich. Kommt, meine Skelette, attackiert diese Gegner. Oder muss ich erst zuerst attackieren? Machen die Skelettkrieger jetzt... Machen die überhaupt Schaden? Die machen keinen Schaden, genial. Also ich merke gerade, ich hasse mehr als ich Skelette hasse, hasse ich jetzt irgendwie diese Templer. Mistviecher. Und man kommt hier aus diesem Scheiß-Tempel auch nicht... Ja, genau, lauf mir entgegen, genau. Genau, komm, und jetzt genau ins Gesicht auch noch, während man in seinem Menü ist. Das ist auch wunderbar. Ey, sehr, sehr ritterlich. Die Armbrust und Fernkampfwaffen müssen natürlich ganz unten sein. Das ist auch wieder irgendwie ein bisschen rassistisch gegen Fernkampfwaffen. Aber ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir ja ein paar Gegner dazu, in Lava zu fallen. Beziehungsweise sowas hier. Könnten wir den dann auch anversieren vielleicht? Nein. Wie kommt denn der bitte da hoch? Na gut, so weit ist es leider nicht. Aber vielleicht sehen wir jetzt einen Gegner, in Lava verbrennen, wenn wir geschickt... Ja, genau, du rutscht auf der letzten Kante von dem Stein aus und fällst hin. Genial. Diese Templer sind wirklich, mit denen ist nicht zu spaßen, nicht gut Kirschen essen, eigentlich gar nichts essen. Kommt der hier hoch? Scheinbar nicht. Aber dummerweise läuft er auch nicht so, dass wir ohne weiteres ihn angreifen könnten. Wo ist er denn jetzt überhaupt hin? Okay. Da. Ist auch immer genial, wie zielgerichtet die angreifen können. Das habe ich offscreen gemerkt bei manchen Angriffen von denen. Die Kerle können einfach angreifen. Genau, das passiert nämlich mit Leuten, die mich ärgern. Die können in der Bewegung können sie einen angreifen und ausschalten. Das ist unglaublich, was diese dämlichen Templer hier können. Aber solange Lava da ist, gibt es auch eine Möglichkeit, die hier auszuschalten, ohne da
Munition zu verschwenden, wobei wir halt dadurch keine Erfahrung kriegen, was ziemlich doof ist. Und hier ist schon wieder so eine Scheiß-Sprungpassage, bei der ich ehrlich gesagt mal wieder versage, glaube ich. Deswegen werden wir erstmal die anderen alternativen Wege uns anschauen, bevor... Du solltest nicht nochmal springen, aber toll. Okay, hier kommt man wohl scheinbar nicht anders mehr hoch, als dass man diesen Weg da langläuft. Oder doch? Egal. Auf jeden Fall habe ich gerade wirklich vergessen, was ich sagen wollte. Genial. Okay, da ist noch ein Minecrawler scheinbar. Runtergefallen und tot. Wer weiß. Wir werden dann wohl jetzt diese Steine da lang springen müssen. Okay, wie machen wir den Sprung? Also entweder versuchen wir wieder auf dem Stein vor uns zu landen oder den zu überspringen und einen weiter zu springen. Okay, oder so. Also scheinbar können wir nicht so weit springen, dann springen wir erst auf den da. Oh, es ist auch genial. Ich möchte auf einen Stein springen und unser Held zielt natürlich perfekt am Stein vorbei, beziehungsweise fällt hinter ihm darunter. Also manchmal ist ja schön, wenn sie eine, wenn sie dann solche Stellen hier in dem Spiel eingebaut haben, aber es wäre wirklich humaner gewesen, wenn sie sie rausgelassen hätten und erstmal eine anständige, genauere Steuerung gemacht hätten. Weil ohne so eine genauere Steuerung ist das hier eine Qual. Auf jeden Fall haben wir die Qual überstanden. Auch interessant hier die Skelette, die irgendwie in diesen riesigen Würfeln drin sind. Ich will nicht wissen, wie groß die Viecher gewesen sein müssen, denen man diese Skelette entnommen hat. So. Oder was das für Viecher waren. Gab's hier Riesen in der Welt? Auf jeden Fall, hier kommen wir jetzt zu diesem mittleren Teil scheinbar. Was auch immer sich da verbirgt. So. Ein Schalter einfach nur. Den werden wir mal betätigen. Würdest du bitte den Schalter betätigen? Danke. Cool. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Das ist mal krass. Auf jeden Fall sind... Danke. Ich denke nicht. Geh wieder runter. Das verschlägt mir jetzt tatsächlich die Sprache. Was ich sagen wollte eigentlich. Cool, aber wir werden uns erstmal heilen, bevor wir hier uns was anschauen. In dem Moment fährt das Teil einfach wieder nach oben. Und danach glitschen wir irgendwie durch die Wand durch. Was auch immer. Ist auch interessant, also die haben hier wirklich mit ihren Zeichnungen an den Wänden nicht nur Kunst betrieben, sondern wirklich was Sinnvolles. Hier sehen wir Plattform nach unten. Dafür wird der Schalter gut sein. Aber wir werden uns erstmal jetzt hier in dieser Krypta umschauen, einer weiteren. Okay. Oh ja, mein Lieblingsszenario. Und das Wasser steigt oder sowas. Also mal sehen, wir sind trapped. Und jetzt kommen Viecher von unten. Minecrawler, wenn ich das richtig der Zeichnung entnehmen kann. Naja, auf jeden Fall sind wir mal wieder gefangen und haben hier einen Schalter. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt Minecrawler kommen. Nein, wir haben etwas geöffnet. Oder? Haben wir das? Hier sind wieder untote Wächter. Und ja, wir haben was geöffnet. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass Minecrawler kommen. Von irgendwoher kommen jetzt Minecrawler. Also das ist jetzt wirklich mal eine richtig gruselige, wie heißt es, richtig gruselige Situation. Wir haben jetzt zwei Schalter, jetzt noch einen zweiten Schalter, den wir auch mal betätigen werden. Okay, hier sind Dämonen. Und der Schalter öffnet die Tür dazu.
Was hat dieser Schalter jetzt gebracht, außer uns zu zeigen, was da ist? Hat er jetzt diese Türen hier geöffnet? Scheinbar. Okay, und wir hören Mindcrawler. Aber wie bereits erwähnt, die werden wir wohl mal im Nahkampf versuchen, dass wir nicht Bolzen wieder verschwenden. Okay, Nahkampf funktioniert gegen die eigentlich. Ganz gut. Dann brauchen wir keine Bolzen verschwenden. Das Viech ist irgendwie weggeglitscht oder so. Kommst du her? Okay. So. Die Viecher sind unter der Oberfläche vom Wasser verschwunden. Wir können sie auch scheinbar nicht wieder verwenden. Oh, da war noch ein dritter. Ach, nicht die Armbrust, den ist. Den Zweihänder, bitte, danke. Irgendwie kam ich mir gerade wie beim Golfen vor. Die haben da ja auch verschiedene Eisen. Für verschiedene Situationen. Ah, den Mindcrawler können wir irgendwie hier weiterverwenden. Der andere ist irgendwie wahrscheinlich in die Wand geglitscht oder sowas. Aber das Mindcrawler im Wasser überleben ist mir. Wusste ich auch noch nicht. Na gut, sie sind ja im Prinzip so All-Terrain-Viecher, die überall überleben. Haben ja so diese Spinnenbeine, damit sollten sie ja durch Wasser warten, durch Lava warten, wer weiß, durch was noch alles. Jetzt sehen wir auch mal das Zeug von nahem, also es ist irgendwie so eine merkwürdige Brühe. Ach, das war ja nur das Mittelteil. So, dann warten wir jetzt einfach mal und lassen uns wieder nach oben transportieren. Aber bevor wir uns den Tempel, den wir jetzt gesehen haben, näher anschauen, gucken wir nochmal in andere Richtung. Da waren ja noch mehr Richtungen offen. Ob da noch irgendwas ist. Wir müssen da irgendwie wieder zurück, glaube ich. Ja, wobei, vielleicht führt ja dieser Weg hier uns zu einem Ort, wo wir einen Weg, den wir noch nicht genommen haben. Und der uns an dieser Abzweigung da zur Verfügung stand. Sieht doch sehr danach aus. Okay. Noch ist es friedlich. Das sieht hier übrigens aus wie die Abwasserkanäle von den Elder Scrolls Spielen. Also auch jetzt mal Neri mit eingeschlossen. Wobei es halt nicht, wobei es halt nur auf der Engine von Oblivion aufbaut. Okay, hier haben wir Mindcrawler. Die sind ja kein Problem im Prinzip für uns. Wobei man hier auch wirklich sieht, man muss eigentlich als Abenteurer sämtliche Waffenarten beherrschen. Hier als Fernkämpfer zum Beispiel, als Reiner, würden dann irgendwann halt die Bolzen ausgehen. Also muss man ein bisschen sparen und sein Schwert benutzen. So. Okay. Ach, hier sind wir, okay. Gut. Hier standen wir ja schon mal drüber, also hier haben sich auch wieder einen Weg von selber sozusagen erledigt. Ah, und hier geht's noch weiter. Waren wir hier schon mal? Und wohin geht's da runter? Alles voll mit Wegen. Das sieht nicht gesund aus. Da werden wir noch nicht runtergehen. Wenn es nicht notwendig sein wird. Was ich jetzt mal nicht hoffe. So, hier haben wir schon wieder wunderbar Lava. Waren wir hier nicht schon? Das war doch dieses... Ich glaube, hier sind wir, schon mal von der anderen Seite hergekommen. Das ist nämlich ein Gebäude, in das wir noch nicht rein können. Weil wir da für eine Brücke ausfahren müssen. Genial. Wir haben Strom gehört und wir haben Feuer gehört. Und wir haben Viechkraulen gehört. Super. Das sind alles einladende Geräusche hier irgendwie. Okay, dann. Hier haben wir wieder einen Wächter. Die Wächter versuchen wir mal mit unserem Zweihänder auszuschalten. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht probiert. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Und die Wächter sind auch viel weniger aggressiv irgendwie als die Templer. Okay, er trifft uns einmal, wir treffen ihn zweimal, aber er macht mit einem Schlag so viel Schaden wie wir mit zweien irgendwie. Das Problem ist auch, dass man eigentlich, um so Blocken zu entgehen, muss man ja kontern quasi, indem man angreift, wenn der Gegner
gerade angreift, aber die greifen hier so schnell an, da hat man gar nicht die Zeit dazu, da noch zu handeln. Okay, und bis wir den nächsten Gegner erreichen, werde ich jetzt hier einfach mal ungeheilt rumlaufen. Und da müssen wir rein, das weiß ich auch noch. Und das Spiel hängt sich mal wieder auf. So, und wieder geht's weiter. Keine Ahnung, warum das Spiel jetzt ständig abstürzt. Es hat da irgendwie scheinbar Probleme, ein paar Dateien zu finden. Naja, auf jeden Fall denke ich mir jetzt mal... Übrigens hier, dieses Loch wird noch von Bedeutung. Denke ich mir jetzt mal, weil es gerade irgendwie passt, meiner Meinung nach, beende ich jetzt mal an der Stelle den Part und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder und werden dann mal unseren Weg weiter durch diesen tollen Dungeon, diesen tollen Tempel kämpfen. Bis dahin, Leute. Ciao.